Hallo, ich bin's nochmal. Ich sitze unter dem Schutz meiner Pyramide. Seht ihr meine Pyramide? Und kann mich äußern, wie ich will. Oder wie, was haben wir was? Ich drehe mich mal da drunter unter der Pyramide. Ach, das ist ja schön, die Pyramide. Ich packe euch mal ein bisschen weiter weg, damit ihr ein bisschen mehr seht von der Pyramide. Naja, kann man nicht viel sehen. Oder so? Pyramido. Und der können ja noch von meinen Häusern was sehen, von meinen Gebäuden. Da hinten ist mein Haupttor. Oder im Tor. Da muss aber mein Haupteingang sein. Oder wo bin ich jetzt? Ich scheißegal. Bin gerade aus dem Wasser rausgestiegen, habe noch einen schönen feuchten Po. Und ja, mein Wechselrichter funktioniert ganz gut. Das heißt, ich kann das Ding auch wieder aufladen. Ich muss mich mal selbst angucken, ob ich noch ganz in Ordnung bin. Ja, was habe ich weiße Haare bekommen? Boah, ja, weil es ist so schrecklich, die Nachrichten. Wenn man die Nachrichten jeden Tag sieht, dann ist es so unendlich schrecklich, was hier abläuft. Es ist, was weltweit abläuft. Ich fand ja dieses Treffen von Putin und Trump fand ich ja sehr toll. Endlich mal eine Bewegung in diesen merkwürdigen Kriegsgeschichten, die wir hier am Laufen haben, die mir nicht gefallen. Ich drehe mich mal auf meinem Stuhl. Und darunter, unter mir, pass mal, können wir sehen? Nein, kann man nicht. Da ist jedenfalls der Sockel. Habe ich noch einen Sockel gemacht für eine kleinere Pyramide, die Form von der Gizeh-Pyramide hat. 52 Grad Außenfläche, Außenwinkel. Die hier, wo ich jetzt drin sitze, die hat einen anderen Winkel, aber die eine Seite ist auch nach Süden ausgerichtet, so wie das sein soll. Hinter mir mein Reisemobil. Und hier zeige ich euch meinen Dschungel. Die Büsche habe ich alle angepflanzt, die da hinten sind. Alles habe ich angepflanzt. Schon groß gewachsen. Oh, ich bin ja schon ein bisschen größer. Ein bisschen älter. Ich treibe ja dem Ende entgegen. Ich denke, das wird hier eine neue Staffel von 5 Minuten sein. Die dritte. Ich habe mehrere Sachen aufgenommen. Puh, die habe ich einfach nicht. Die habe ich einfach nicht veröffentlicht. Weil ich vor allem war es nicht gewöhnt, dass man mich negativ, so negativ begutachtet. Ich gehe mal hier unter so einem Kombinationsseil durch. So. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg. Das sollen nur 5 Minuten werden. So, ich schaue gut alles so. Jetzt bin ich weiter weg. Ich gehe ein bisschen hier drum. Hauptsache, ich werde es nicht schwindelig. Ich zeige mich an, weil ich schwindelig geworden ist, als ich mit euch gesprochen habe. So. Da seht ihr die Seitenteile der Pyramide. Ich gehe ganz bis oben über die Pyramide. Also, ob das hält. Guck mal, das ist hier oben an der Spitze der Pyramide. Die muss ich noch so mit Spitzen mit dem Trainiger bearbeiten, dass ich die richtig festmachen kann. Auf dem Boden sind sie schon verspannt. Ich mal, wenn man so weiter weggehen. So ist das schön. Ja, so ist schön. Ich bin natürlich auf meinem Grund und Boden. Muss ich nicht Schlips und Krawatte tragen oder so. Das ist eigentlich egal. Haben wir 2 Minuten wieder rumgekriegt. Hört ihr das? Da schnurzeln die Schwalben. Ich habe bestimmt so, weißt du, 5, 6, 7 Pärchen, die hier in den ganzen Gebäuden irgendwo in Regen irgendwo sitzen, in den Dächern drin oder irgend sowas. Dass die mal rumfetzen. Habe auch überall Wassereimer aufgestellt. Da ist mein Reismittel hinter mir. Steht hier ganz gut. Im Innenhof auf der Wiese, die ich angelegt habe. Hier war früher keine Wiese. Das letzte Video von meinem Hof war so ein langes Ding. Das war noch im Frühjahr. Da war es noch kalt. Jetzt ist er richtig hinten Dschungel. Das mache ich mal in den nächsten Tagen, wenn ich Lust dazu habe. Ich muss das mal halten. Ja, so, jetzt sind wir jetzt so hin. Das ist schön. Da ist ein Eingang vom Nebengebäude.
geht so eine Stiege hoch in den ersten Stock. Da sind 5 leerstehende Zimmer. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Naja, da habe ich Bücher gelagert im Augenblick. Wir haben jetzt 5 Minuten rum, 5 Minuten 14, das war's. Bis dann, Leute. Tschüss.